Nach 10 Jahren in der Opposition hat die FPÖ, vor allem nach dem Regierungsstreit, gute Chancen, Teil der nächsten Regierung zu werden. In Umfragen liegen die Freiheitlichen derzeit mit 24% knapp vor der SPÖ. Die ÖVP unter Sebastian Kurz liegt in der Sonntagsfrage der Tageszeitung Österreich und OE24TV nach wie vor klar in Führung. In einem Interview mit den Regionalmedien Austria hat FPÖ-Chef Strache nun über eine Regierungsbeteiligung seiner Partei gesprochen. Dabei nennt der Freiheitliche auch Namen, denen er ein Ministeramt zutrauen würde. Dabei wären für ihn zum Beispiel folgende FPÖ-Politiker denkbar: Norbert Hofer als Außenminister, Herbert Kickl als Sozialminister, Harald Wilimski als Innenminister. Wobei Strache antwortet, dass er prinzipiell nichts von einem Name-Dropping halte. Weitere mögliche Kandidaten sind für den FPÖ-Chef aber auch die junge Salzburger Landesparteichefin Marlene Swatzek, die Nationalratsabgeordneten Petra Steger und Harald Stephan, aber auch der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Heinbuchner. Strache sagt dazu lediglich, die würden ihren Job als Minister sicher besser machen als die jetzige Führungsriege. Wer statt den genannten Namen dafür ihre Aufgaben in den einzelnen Landesregierungen übernehmen soll, lässt Strache hingegen offen.